Thoughts get thrown around, but we keep going on believing. And on to our all cried out, 'cause we don't feel like throwing it all away. D-Mark. Echt beschissen, wer sowas macht. Das ist eine richtige Mülldeponie hier. Der Boss hat so viel Kies im Kofferraum, dass sogar die Bergbauern in Bayern staunen. Boah, Alter. Hier riecht's gerade richtig zwiebelig. Sackgasse oder nicht? Geht man einmal nicht den offiziellen Weg. Also ein Lagerplatz ist hier schon mal. Aber ein Weg nicht so wirklich. Der erste Schritt, der den Stein ins Rollen bringt. Das ist das Wichtigste, wenn du mit dem Wandern anfangen willst. Und da ist auch schon der Weg. Der führt mich direkt wieder zurück auf den Kieshügel. Diese Ruhe hier ist irgendwie magisch. Obwohl ich hier in der Hauptstraße bin, ist es irgendwie magisch leise. Ich kann es kaum beschreiben, als wenn Isa die Geräusche wegfiltert. Das ist eine richtige Luxustoilette hier in Bad Tölz.
Ja, ich habe jetzt 4 Liter Wasser und vielleicht 2 Kilo oder noch mehr Essen dabei und das geht so voll auf den Rücken. Aber ich werde jetzt noch was trinken, essen und morgen früh essen, trinken und dann sind es bestimmt wieder 3 Kilo weniger. Vor mir liegen jetzt die Berge. Ich bin gerade aus Bad Tölz raus. Ab morgen wird es dann bergig. Ich freue mich. Ich glaube, auf 1000, über 1000 Meter geht es morgen hoch. Ja. Ich bin jetzt auf 640 Meter über Meereshöhe und morgen geht es dann auf 1500 Meter. Bin gespannt. Das ist mein Abendbrot. 6 Scheiben Brot mit einer Packung Noah-Aufstrich. Vegan geht auch. Ich wurde schon gefragt, ob ich abgenommen habe. Ich weiß natürlich nicht, weil ich mich nicht wiegen kann. Aber ich glaube mal nicht. Ich denke mal, die liegen da absichtlich. Aber der hier. Und der dahinter. Guten Morgen. Ah, jetzt macht es auch Sinn, der Isar-Radweg muss ja anscheinend weggespült worden sein. Deswegen bin ich da hinten gestern nicht weitergekommen. Heute sollen es 30 Grad werden, jetzt sind es schon 27 oder so, wir haben kurz vor 10. Und ich werde jetzt erstmal was essen, schon wieder voll den Hunger. Ja, hier am anderen Ende liegen auch wieder Stämme, das ist wohl das internationale Zeichen für Weg abgerutscht. Irgendwo da in die Berge soll es heute gehen. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Heute Abend soll es noch Gewitter geben. Mal sehen. Ja, Powerbank ist ziemlich leer. Die GoPro zieht ganz schön Akku bei 4K 50 FPS. Und deswegen werde ich jetzt mal aufhören. Ich habe mir jetzt mal so eine Konstruktion hier gebastelt. Das Solarpanel einfach festgeknotet unten und oben. Und jetzt lädt die Powerbank weiter. Und ich kann weiterlaufen. Ja, ich bin mal gespannt, was es bringt mit dem Solarpanel hinten drauf. Ich biege jetzt Richtung Westen ab. Von daher müsste die Sonne jetzt ein bisschen besser raufscheinen. Wenn du Richtung Süden läufst und zwischen den Bäumen und so ist natürlich, bringt natürlich nicht viel. Aber so mal gucken, wie viel es bringt. Für Radfahrer gesperrt. Das ist der Grund, warum ich zu Fuß unterwegs bin. Thank you.
Du musst jetzt nochmal sagen. Also, Prost. Prost. Es gibt beispielsweise einen Gebirgszug in Rumänien, das sogenannte Kalimangebirge, das auch ungefähr so hoch ist wie hier. Und das Kalimangebirge, das wissen die wenigsten, hat kilometerweit kein Wasser. Und da das eine vollkommen wilde Landschaft ist, die können da mit dem Auto fahren und alle 2 Stunden kommt ihnen vielleicht mal ein Pferdefuhrwerk entgegen. Ne? Und wenn sie da sich verirren, was man kann, können sie regelrecht verdursten. Ja. Durch Deutschland war eine ganz andere Sache. Da habe ich mich jetzt immer, was Wasser angeht, durchgefragt, häufig in den Dörfern einfach gefragt oder irgendwo auf dem Friedhof oder so. Oder halt mal dann im Supermarkt. Ist ja immer noch so am Hecheln. Ja, Hunde haben, die können nicht schwitzen, die können das alles nur über die Zunge machen. Stimmt, ja. Also wenn der Hund das nicht machen würde, wäre er krank. Also ich habe am Ende auch aufgehört, an der Uni zu unterrichten, weil die Bürokratie mir zu lästig wurde. Und als Werbetexter bin ich auch sensibilisiert für Schreibstile. Ja. Wenn einer irgendwas nicht zitiert, was er irgendwo abgeschrieben hat, das sehe ich sofort. Das merke ich sofort stilistisch. Ja. Dann muss ich also ins Internet gehen. Der schwärmt immer noch von Amerika. Ja. Ich auch. Also ich muss sagen, Cornell-Uni, das war die beste Zeit in meinem Leben. Womit verdient eine Uni wie Cornell oder Harvard oder Princeton das Geld? Sie verdienen das Geld von ehemaligen Studenten, die in Top-Positionen aufgestiegen sind. Das heißt, die Studiengebühren, die der Student bezahlt, die sind im Grunde Peanuts, auch dann, wenn sie hoch sind. Ja? Das andere sind dann direkte Grants, also einfach Geldgeschenke. Als ich zum Beispiel das letzte Mal bei Cornell war, hatte ein ehemaliger Student der Universität 100 Millionen Dollar geschenkt für die Renovierung der Studentenwohnheime auf dem Westcampus, wo er damals gewohnt hat als Student. Ne? Also, meine Frau sagt, runter vom Berg, ein Tropensturm kommt. Ja, stimmt, Gewitter soll es geben, habe ich auch vorhin. Also heute Morgen. Es soll ziemlich schlimm sein, was da kommt. Ja? Weil man, wenn man jemanden genial findet, dann sagt man, okay, dann beschaffen wir ihm das Geld. Und das gehörte zu meinen normalen Jobs an der Cornell-Uni, begabten Studenten Geld zu verschaffen. Ne? Und deswegen fand ich auch die Frage der Studenten immer so doof in Deutschland. Wenn ich irgendwas gesagt habe im Unterricht, ja, kommt das in der Klausur vor oder so, ne? Ja. Oder wo steht das im Buch? Ja. Ich sag, was ich hier unterrichte, steht in keinem Buch, deswegen unterrichte ich das ja hier. Ja. Ich habe jetzt hier gerade bestimmt 2-3 Stunden mit Walter gesprochen. Und ja, wir haben uns zufällig getroffen auf dem Weg hier und haben dann ewig gequatscht an der Bank und dann sind wir weiter hochgelaufen bis zur Hütte, habe ich ihn begleitet, hat er mir noch eine Cola ausgegeben. Walter ist irgendwie hat schon 15 verschiedene Sachen in seinem Leben gemacht und von LKW-Fahrer bis Marketing-Chef und mit Millionensummen und so verwaltet und Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Kommt von ihm, der Spruch. Und er hat mir so viel erzählt, auch mit den sinnlosesten Sachen verdienst du am meisten Geld. Einfach mega interessant, dieses Gespräch so. Ja, jetzt ist irgendwie irgendwas von Tropensturm angesagt und Gewitter. Und Walter hat mir vorhin noch erzählt, dass oben da in den Bergen ist es nicht mit zu spaßen, da stehen viele Kreuze und vom Blitz getroffen und keine Ahnung. Ja, ich werde mich jetzt mal Richtung Tutzinger Hütte begeben. Mal gucken, ob ich irgendwo auf dem Weg dahin meinen Zelt aufschlage oder nicht mache. Es sind wohl noch 3 Stunden zu wandern. Ja. Ich denke mal, das ist die Benediktenwand. Die Sonne brennt ganz schön, voll am Schwitzen. Ich bin auch ein bisschen ab von meiner Komoot-Route, die eigentlich geplant war. Aber hier geht auch ein Weg zur Tutzinger Hütte. Sieht geil aus mit den Bergen hier.
Jetzt wird es langsam anspruchsvoll. Der erste Panoramablick. Ich glaube, das müsste Bad Tölz sein, wo ich heute hergekommen bin. Ich habe einen Mordshunger. Ich werde mir gleich erstmal was zu essen machen. Das Gewitter sitzt einem irgendwie so ein bisschen im Nacken. Sowieso aus so einem typischen Film, wo ein junger Bursche erstmal auf Bergsteigen geht und dann direkt ins Gewitter gerät. So, GoPro-Akku ist auch gleich leer. Durch das lange Gespräch vorhin. Ja, hier geht's jetzt rüber über die Steine. Ja, das Gewitter hört man schon im Hintergrund. Ich würde jetzt mal fragen, wie weit es noch zur Tutzinger Hütte ist oder ob ich hier schlafe. Mal gucken. Ja, ist natürlich keiner da. Der macht wohl gerade sein Dach neu oder was. Da hinten sieht es aber nicht so gut aus. Und zur Tutzinger Hütte ist laut Schild da vorne. 1,5 Stunden. Und ich weiß nicht, ob es hier noch über die Berge geht oder was. Ich denke mal, ich werde jetzt hier unten bleiben und mir hier hinten oder so mein Zelt aufbauen. Mal sagen, fängt gleich an zu regnen. War eine gute Entscheidung, hier zu bleiben. Just in time, würde ich sagen. Jetzt geht's gerade richtig los hier. Blitz und Donner. War, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung hier, meine Zeit aufzuschlagen und mich weiter in die Berge zu gehen. Ist echt nicht zu unterschätzen. Es ist richtig krass, wie der Donner in den Bergen hallt. Ich glaube, ohne Zelt oder Biwaksack in die Berge zu gehen, muss richtig beschissen sein. Eben war es wieder kurz ein bisschen schwächer. Jetzt geht's wieder los. Das ist die Bergtaufe. 3 Stunden später. Ja, guten Morgen. Es soll heute den ganzen Tag regnen. Ich bin ziemlich lange geschlafen durch den Regen auf dem Zelt. Das ist so entspannt irgendwie. Da wollte ich gar nicht aufstehen. Und ich denke mal, ich werde heute den ganzen Tag hier verbringen und einfach ein bisschen die Füße entspannen. Ja, ich liebe diesen Geruch von China-Nudeln im Zelt. We'll be right back.
erste Mal Sonne seit vorgestern. Ich glaube so 20 Sekunden hat sie gestern geschienen. Ja, 2 Stunden Gewitter, 24 Stunden Dauerregen ungefähr. Und jetzt geht's weiter. Da unten bei der Hütte, da habe ich gepennt. Echt? Ja. Das sind Steinböcke, wa? Steinböcke? Ja. Überall ist Scheiße im Weg, fast wie in Berlin. Da unten ist die Tutzinger Hütte. Wie heißt du? Denise. Denise? Ja. So ähnlich wie der Mädchenname. Ja, aber meine Eltern haben einen großen Böden sehr gerne französische Namen. Achso, naja. Wir haben uns oben gerade auf der Wegkreuzung getroffen. Ne, gar nicht, weiter unten. Und dann, ja, seitdem laufen wir ein Stückchen zusammen bis zur Hütte, denke ich mal. Hab Zeit. Genau. Achso. Prost. So. Prost. Ja, ich habe jetzt gerade bestimmt 3 Stunden da unten in der Hütte verbracht. Und Powerbank habe ich komplett aufgeladen jetzt unten gegen eine kleine Spende. Komoot führt mich irgendwie hier den Berg hoch, direkt mittig, irgendwie klettertourmäßig. Aber ich werde mir natürlich außen rumlaufen. Das da hinten müsste der Starnberger See sein. Diese Fernsicht hier oben ist einfach der Hammer. Ja, und so schaut's auf der anderen Seite vom Berg aus. Nur noch Berge. Schau eine. Ja. Ja, so? Na, da eine. Komm, ich muss eigentlich stehen. Jetzt musst du die ganze Gruppe, oder? Ja, dann gibt's schon nochmal so einen Fichtennadel, aber bitte wäre ich besser. Fichtennadel? Ja. Aber was habt ihr denn für Sorten? Wir haben immer alles dabei. Das gute Zeug. Fichtennadel. Nimm eine Fichtennadel, den gibt's jetzt auch. So, das Zeug nur weg und schmeckt kacke. Was auch darüber schmeckt. Ja. Du hast schon nie was geschmeckt. Ich hab früher Ahoi-Brause nicht in der Allianz. Das war schon in der Schulzeit noch. Zitrone, oder dieses Zitrone recht saure, oder ja, dieses recht saure Zeug bei der Haribo in der Tüte. Oder TikTok habe ich auch schon mal geschnupft. Fertig, gell, wir haben früher haben wir Kräutersalz geschnupft. Sind die überhaupt drauf, Johnny? Nein, wir müssen wahrscheinlich sind. Ich hoffe mir einfach davon. Also dann der Spruch. Triffst Leute auf dem Weg nach Venedig, bist bei der Brise gnädig. Brise. Wunderbar. Boah, intensiv. Du riechst nach Wald. Stimmt, das hat es davor nicht. Nee, das nach der Brise. Patrick. Wieder Peter. Peter. Grüße an euch Jungs. Richtig geiles Zeug, dieser Fichtennadeltabak. Ich habe jetzt eine halbe Stunde später immer noch so einen angenehmen Waldgeruch in der Nase. Zusätzlich bin ich hier im Wald. Also doppelte Dröhnung. Ja, mein Weg verläuft jetzt da drüben. Bin ein bisschen abgekommen. Mal gucken, werde ich hier bestimmt drüber kommen. Sagen, jetzt kommt das erste Mal so richtig Wildnis-Feeling auf, wenn du nur Berge und Bäume siehst. Ein einziges Haus da unten. Den Schnupftabak. Geschmack habe ich immer noch in der Nase. Ist echt lecker irgendwie. So, ja, was ich noch sagen wollte, auf der Benediktenwand oben war heute richtig viel los. Und so viele Leute jetzt am Sonntag. Aber hier bin ich so ziemlich alleine. Ja, ist jetzt noch keinen gesehen auf dem Weg hier. War echt cool, heute wieder so viele Leute kennenzulernen. Grüße an den super netten Denise, an die BWL-Studentengruppe und an die Jungs von denen. Und wenn ich noch so getroffen habe, noch die andere Gruppe.
Wanderer aus München. Ich denke mal, jetzt werde ich nicht mehr so viele Leute treffen. Mal schauen. Ohne Sohlen läuft sich übrigens ganz geil. Also ich merke da keinen großen Unterschied zu vorher. Läuft sich fast genauso. Die Wasserfälle bei Jachenau. Ja, heute ist mal wieder Sonntag und die Geschäfte haben zu. Wenn ich wandern bin, ist mir schon so oft passiert, dass ich am Sonntag irgendwo vom Supermarkt stand. Du kriegst die Wochentage halt gar nicht mehr so mit. Deswegen habe ich mir jetzt vorhin oben auf der Hütte zwei Landjäger und eine Scheibe Brot für 4,80 Euro mitgenommen. Ich werde morgen mal hier in den Dorfladen in Jachenau oder was ordentliches zu essen holen. Mal gucken, mit dem Supermarktnetz wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so easy wie in Deutschland, aber mal gucken. Ich bin noch in Deutschland, aber in den Alpen jetzt ist bestimmt ein bisschen nicht ganz so dicht. Also irgendwie krass, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Berge hier alles nicht zu Deutschland gehört. Ich denke mal morgen, spätestens übermorgen, werde ich über die Grenze sein. Ich werde mir jetzt hier ein Schlafplätzchen suchen und dann morgen in den Dorfladen. So, was ich nur sagen wollte. Ich glaube, mit Wasser wird es hier ziemlich entspannt. Hier sind alle paar Meter Bäche und Wasserfälle. Und ja, wenn du einen Wasserfilter dabei hast, brauchst du hier, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, in Deutschland habe ich relativ selten Wasser gefiltert. Lieber gefragt auf dem Dorf oder halt im Supermarkt gekauft. Weil ja, an den Ackergräben und Bächen in Deutschland, da neben den Feldern, wenn die gespritzt sind, keine Ahnung. Oder wenn die durch irgendwelche Dörfer gehen, ist nicht so geil. Aber hier kommt es aus den Bergen. Hier brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen um das Wasser, solange man es filtert. Ja, Wasserfilter ist auch schon das richtige Stichwort. Ich habe hier gerade am Bach da vorne Wasser aufgefüllt und da ist mir die Dichtung hier rausgeflogen und die habe ich jetzt bestimmt 5 Minuten gesucht, aber zum Glück gefunden. Ich habe auch gesehen von anderen, dass die diese Dichtung verloren haben. Da müsst ihr richtig aufpassen bei dem Modell hier, Sawyer Mini. Zur Not kann man das Wasser auch abkochen, die älteste Methode der Wasseraufbereitung.